müsste die Meldung gekommen sein. Und dann begrüße ich Sie eben ganz herzlich zu unserer 7. Quali-Lounge zu dem Thema Future Skills. Jetzt geht es an die Umsetzung. Und ich freue mich sehr, dass der Herr Dr. Mehl von der Dürr AG heute bei uns ist und uns vorstellen wird, wie er das ganze Thema eigentlich angegangen ist bei sich im Betrieb. Guten Tag, hallo. Hallo Herr Mehl. Wenn wir über Future Skills sprechen, dann ist ja immer die Frage, über was sprechen wir eigentlich genau? Also viele von Ihnen haben sicherlich auch mal die Future Skills Studie der Agentur Q kennengelernt. Und nichtsdestotrotz möchte ich darauf einfach am Anfang nochmal kurz eingehen, bevor dann der Herr Mehl sein Vorgehen vorstellen wird. Wenn wir eben sagen Future Skills, na was ist das eigentlich, dann finde ich, hat man ganz oft so den Eindruck, dass da viele auch so ein bisschen rumorakeln. Ja, es ist nicht so richtig greifbar, es ist die Frage, was steckt denn da dahinter, was soll das heißen, was brauchen wir eigentlich auch bei uns im Betrieb, was brauchen wir von mir aus im Land. Man weiß immer nicht so ganz genau, wohin der Weg eigentlich geht. Und genau da kommt eben letztlich dann unsere Studie ins Spiel, die da statt einem Fragezeichen irgendwo auch ein Ausrufezeichen bringen soll, eine Orientierung bieten soll, was eben Future Skills sein können, die für Sie relevant sind. Wie gesagt, viele von Ihnen haben sicherlich auch schon mal reingeschaut und erkennen die Abbildung wieder. Die Future Skills Studie wurde von der Agentur Q beauftragt und von den Universitäten in Regensburg und in Ulm durchgeführt, mithilfe von auch Big Data Analysen, Big Data Ansätzen. Das heißt, alles, was Sie hier sehen, ist nicht aus der Kristallkugel sozusagen erdacht, sondern das ist wirklich fundiert in Daten aus Stellenanzeigen. Wir sehen hier vier große Themen, nämlich einmal die technologischen Fähigkeiten, die Industriefähigkeiten, die digitalen Schlüsselqualifikationen und die überfachlichen Fähigkeiten. Da stecken ganz viele Sachen drin. Ich meine, ich möchte Ihnen das jetzt auch nicht alles vorlesen, möchte Ihnen auch, wenn Sie quasi sich da wirklich rein vertiefen möchten, und wir werden ja auch gleich sehen, wie der Herr Mehl das angegangen ist, die Studie nahelegen. Ich möchte nur einfach ganz grob mal umreißen, um was es denn bei den einzelnen Clustern geht. Wir haben nämlich bei den technologischen Fähigkeiten, wenn Sie da mal reinschauen, sehr, sehr viele Dinge, die mehr oder weniger direkt mit Daten zu tun haben, ne? Also wirklich die Data Science, aber eben auch solche Sachen wie intelligente Hardware, Robotik, da stecken ja auch die Daten drin, die Sensortechnik, die uns letztlich die Daten liefert. Aber auch sowas wie die Softwareentwicklung ist hier mit drin. Also insofern sehen wir ganz gut, dass da durchaus erkennbar ist, dieses, was wir immer diskutieren unter dem Schlagwort Industry of Things, ja, Industrie 4.0. Bei den Industriefähigkeiten, da muss man dazu sagen, diese Future Skills Cluster und die vier Bereiche, die Sie hier sehen, beziehen sich eben auf die Schlüsselindustrien in der Metall- und Elektroindustrie hier in Baden-Württemberg. Also das ist der Maschinenbau, das ist die Automobilzulieferung, das ist die Medizintechnik und es ist die Metalltechnik. Und die Industriefähigkeiten dementsprechend spiegeln natürlich auch zum guten Teil die Automobilwirtschaft in Baden-Württemberg wider. Ja, das sind die alternativen Antriebstechnologien, übrigens entsprechend zu den nachhaltigen und ressourcenschonenden Technologien in den technologischen Fähigkeiten, aber eben auch so Dinge wie Industrial und Electrical Engineering und eben medizinisch angehauchte Faktoren. Was ich da als Anekdote immer ganz, ganz gerne mitgebe ist, oder was als Anekdote einfach als interessanten Fakt, man konnte in diesen Future Skills bereits, also die Daten kommen aus den Jahren 2018, 19, man konnte da bereits sehen, zum Beispiel, dass so ein Thema wie mRNA wichtig wird. Ja, also insofern durchaus auch ein Hinweis darauf, dass es einen vorhersagenden Charakter hat, diese Studie. Bei den digitalen Schlüsselqualifikationen sehen wir die agile Arbeitsweisen, aber eben auch sehr stark den Umgang mit Daten und mit Software und die Zusammenarbeit in der digitalen Welt. Also da geht es weniger so um die Erstellung von digitalen Inhalten, sondern vielmehr um den Umgang auch mit diesen Fähigkeiten. Dann haben wir, oder mit diesen Inhalten.
Bei den überfachlichen Fähigkeiten, wenn Sie da mal draufschauen, da werden Sie sicherlich vieles erkennen, wo Sie sagen, naja, was ist daran jetzt Future, also Eigeninitiative, Flexibilität, Führungsfähigkeit, Kreativität, Resilienz, das sind alles Sachen, die sind jetzt nicht nagelneu. Aber das ist ja hochinteressant, dass die eben trotzdem und vielleicht teilweise jetzt noch mehr nachgefragt sind als in der Vergangenheit, zeigt uns nämlich, dass ja auch diese sozialen Skills, diese menschlichen Fähigkeiten, sage ich mal, weiterhin wichtig sind oder eben gerade angesichts der Digitalisierung noch wichtiger werden, angesichts der vielen Veränderungen, ja, auch sowas wie Flexibilität, Problemlösungsfähigkeiten, Resilienz, ohne das wird es einfach in Zukunft auch nicht mehr gehen. Also insofern wichtig zu sehen, dass das auch hier mit drin steckt. So, ich lasse gerade mal noch meinen Teilnehmer mit rein. Und jetzt ist natürlich die Frage, man kann da sehr, sehr unterschiedlich drauf blicken und ich würde Sie einfach mal bitten, dass Sie mal bei sich in Ihrem Zoom schauen, wenn Sie ganz nach oben an den Bildschirmrand gehen, dann müsste es eine grüne Leiste geben. Sie sehen den Bildschirm von Agentur Q Stuttgart. Wenn Sie da mal drauf gehen, müsste dann kommen Ansicht, Optionen. Und da dann das im Dropdown das Fenster kommentieren. Wenn Sie das gefunden haben und angeklickt haben, kommt eine kleine schwarze Leiste, da ist dann die Maus, Text, Zeichnen, Stempeln. Und da können Sie einfach mal Stempeln auswählen. Und wenn Sie das haben, dann einfach mal vielleicht kurz versuchen, hier einen Stempel zu hinterlassen, damit ich einen Eindruck kriege, ob das einigermaßen nachvollziehbar war. Ja, ich sehe, da kommen auch schon einige Stempel rein. Sehr schön. Wunderbar. Genau. Super. Danke. Dann würde ich jetzt gerade mal nochmal hier freimachen und auf die nächste Seite gehen. Und dann dürfen Sie, ach so, genau, was ich jetzt gerade vergessen habe, wenn Sie mal Ihren Stempel an die falsche Stelle gepackt haben, dann einfach wieder löschen mit dem Radiergummi, ist gar kein Problem. Und jetzt einfach die Frage, Sie nehmen Sie mal drei Stempel sozusagen, drei Punkte und stempeln Sie mal an die Kompetenzen, an die Future Skills Cluster, wo Sie glauben oder wo Sie den höchsten Bedarf in Zukunft sehen. Was glauben Sie bis 2026? Welche Kompetenzen werden denn wichtig werden? Sehen wir hier einmal die Führungsfähigkeiten, haben wir die agilen Arbeitsweisen, kriegen gerade Stempel, die Problemlösefähigkeit, Data Science hat jetzt schon zwei Stück, genau, digitale Kollaboration und Interaktion, Programmierfähigkeiten tauchen da auf. Genau, jetzt sehen wir hier eine kleine Häufung auch bei der digitalen Kollaboration. Problemlösungsfähigkeit kriegt einige Sterne. Die Führungsfähigkeiten durchaus auch. Bei Data Science haben wir ein bisschen was. Die agilen Arbeitsweisen sind gerade stark dabei. Genau, wir hatten gerade mal noch, ob noch mehr kommt, die Kreativität erwähnt. Ja, absolut, also ohne Kreativität, ne, wo wollen wir hinkommen? Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Fähigkeit. Okay, jetzt hat sich so ein bisschen beruhigt, glaube ich. Sie dürfen natürlich auch gerne weiterhin noch ihre Stempel setzen, wenn Sie möchten. Aber ich denke, wir haben so einen kleinen Eindruck, also interessant, dass sehr, sehr viel sich in dem Bereich digitale Schlüsselqualifikationen und überfachliche Fähigkeiten bewegt. Also das sind die agilen Arbeitsweisen, die Digital and Data Literacy, digitale Kollaboration sind recht hoch bewertet jetzt von Ihnen, die Führungsfähigkeiten und auch die Problemlösungsfähigkeiten. Dagegen haben wir jetzt bei den technologischen kein so ein klares Bild, also recht wenig Industriefähigkeiten bei Technologie, Data Science und sonst sehr verteilt. Ja, so zeigt vielleicht auch ein Stück weit die Vielfalt, die wir in der Metall- und Elektroindustrie einfach auch haben. Ich würde jetzt gerade mal das hier speichern und dann Ihre Stempel wieder rausnehmen. Und das Bild, das Sie gerade gezeichnet haben, tatsächlich entspricht auch, wenn man mal reinschaut, was denn die Top 10 Fähigkeiten sind mit dem höchsten vorhergesagten Bedarf. Ja, also das basiert auf einer Umfrage unter den Unternehmen und das spiegelt eigentlich schön wider, was Sie jetzt gerade auch oder was wir im Trend auch gesehen haben, nämlich dass der höchste Bedarf an zusätzlichen Qualifikationen in diesen Clustern und in diesen Bereichen der
der digitalen Schlüsselqualifikation und der überfachlichen Fähigkeiten liegen. Ja, also einmal die Digital and Data Literacy mit dem deutlich höchsten Bedarf, die agilen Arbeitsweisen finden wir hier wieder, aber auch Flexibilität, die Führungsfähigkeiten, die Sie auch genannt haben, genauso wie die digitale Kollaboration und Interaktion, aber eben dann auch Dinge wie Resilienz, Kreativität, die Eigeninitiative, aber auch die grundlegenden IT-Fähigkeiten an der Stelle sehr hoch bewertet oder mit einem sehr hohen zusätzlichen Bedarf. Das ist ganz interessant, weil man ja eigentlich denken könnte, das sind doch viel mehr die Technologiefähigkeiten. Aber wenn Sie sich auch mal anschauen, was denn unsere Studie, was andere Studien auch vorhersagen, welche Kompetenzen wichtig werden. Also ich habe mir da mal so ein paar angeschaut. Und das ist wirklich interessant, weil die Kompetenzen, die Sie da bei ganz vielen finden, das ist das digitale Grundverständnis, das digitale Lernen, die Zusammenarbeit und die Kommunikation. Ja, und die findet, ich meine, das ist unbestritten, die findet auch immer mehr über digitale Wege statt. Reine Technologiekompetenzen tauchen dagegen nur selten auf. Also auch das finde ich eine sehr interessante Erkenntnis, dass diese überfachlichen, diese sozialen Fähigkeiten offensichtlich von großer, großer Bedeutung sind an der Stelle. In unserer Studie haben wir auch nochmal einen Blick drauf geworfen, wie es denn konkret aussieht, wie sich auch die Nachfrage entwickelt und wie das Wachstum in diesen Clustern ist. Und daran erkennt man auch nochmal so ein bisschen andere Dimensionen. Ja? Also wir sehen hier zum Beispiel eine massive Nachfrage auch von softwaregestützter Steuerung von Geschäftsprozessen in diesen vier Schlüsselindustrien. Und wir sehen gleichzeitig auch zum Beispiel hier bei Data Science und KI, was ja bei Ihnen auch so bewertet wurde, sehen wir zum Beispiel ein massives Wachstum, ja, also plus 43% in den Jahren 2018 und 2019. Also da ist gerade sehr, sehr starke Bewegung drin. Oder zum Beispiel auch in dem Bereich assistiertes autonomes Fahren oder der Entwicklung von Medizinprodukten. Ja. Und hohe Nachfrage aber auch bei Electrical Engineering, Industrial Engineering und den grundlegenden IT-Fähigkeiten sehen wir hier natürlich wieder. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder die andere, aber hat er jetzt nicht gerade gesagt, dass die meiste Nachfrage bei den digitalen Schlüsselqualifikationen und der überfachlichen Fähigkeit ist? Und wie passt das jetzt damit zusammen, dass die softwaregestützte Steuerung doch auch so viel nachgefragt ist? Und da sehen wir eben eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, dass wir hier nämlich auch über zusätzliche Fähigkeiten sprechen. Ja, also wenn Sie sich das mal anschauen, wir haben quasi 710.000 Beschäftigte in diesen vier Schlüsselindustrien. Das deckt die Metall- und Elektroindustrie zu einem guten Teil ab. Und wir brauchen im Bereich der technologischen Fähigkeiten allein über 1 Million, also das ist in 1000, diese Zahlen, die Sie hier sehen, über 1 Million zusätzliche Fähigkeiten. Das heißt, im Schnitt muss jeder und jede der Beschäftigten in diesen Schlüsselindustrien mehr als eine zusätzliche Fähigkeit an der Stelle entwickeln. Ja, aber heißt auch quasi, dass von mir aus eine Person vier Fähigkeiten zusätzlich gewinnen oder ausbauen kann. Aber das, was wir hier sehen, auch zum Beispiel, was jetzt die grundlegenden IT-Fähigkeiten betrifft und vor allem diese überfachlichen Fähigkeiten, da sehen wir einen massiven Qualifizierungsbedarf im Land, einen massiven Weiterbildungsbedarf, der eben sehr stark in diesen technologischen, aber vor allem auch in den digitalen Schlüsselqualifikationen und den überfachlichen Fähigkeiten drinsteckt. Die Industriefähigkeiten fallen da so ein bisschen hinten runter. Kann natürlich auch damit zu tun haben, dass man sagt, gut, diese Industriefähigkeiten, wir brauchen wirklich auch nur Spezialisten, während die anderen Fähigkeiten, gerade auch natürlich überfachliche Themen, eben in der Breite auch benötigt werden. Das war jetzt mal ganz, ganz zackig und zügig einmal durch die Ergebnisse dieser Future Skills Studie. Also wir schicken Ihnen die gerne auch nochmal zu, wenn Sie noch nicht reingeschaut haben sollten. Dann können Sie das im Nachgang vertiefen. Aber was wir jetzt gerne machen würden, bevor wir in den Input vom Herrn Mehl reingehen, mal zu überlegen, wie sehen Sie das denn? Was denken Sie darüber? Also welchen Future Skill finden Sie denn für sich persönlich ganz wichtig? Gibt es bei den Ergebnissen irgendwas, was Sie überrascht hat oder was Sie
auch vielleicht so erwartet haben, muss ich sagen, na, das überrascht mich eigentlich gar nicht, weil das ist eigentlich nur logisch. Und welche Skills sind denn für Ihr Unternehmen ganz besonders relevant? Und genau dazu würde ich Sie jetzt mal einladen, dass wir in kleine Breakout-Gruppen gehen, also so ja, 3, 4 Leute, und Sie einfach diese 3 Fragen mal für sich mitnehmen, mitdiskutieren. Und ja, wir machen das einfach ein paar Minuten. Sollen wir mal gucken, die Optionen, dass ich die Zeit nochmal einstelle. Also ich würde sagen, wir nehmen uns einfach ein paar Minuten Zeit. Sie kriegen dann auch einen automatischen Countdown. Das heißt, Sie können den Satz dann noch zu Ende sprechen, bevor wir zurückkommen in die große Runde. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir in die Diskussion. Viel Spaß. Oh, willkommen zurück aus den Breakout-Räumen. Ich hoffe, Sie hatten gute Gespräche in den kleinen Gruppen und ja, konnten ein bisschen für sich auch nochmal reflektieren, was denn für Sie wichtig ist, was Sie für Ihr Unternehmen als wichtig erachten, weil das ist ja die Kernfrage an der Stelle. Was fangen wir denn jetzt mit dieser Studie an? Ja, so, ich meine, Sie haben ja auch gesehen in der Übersicht, es gibt Veröffentlichungen, also nicht ganz wie Sand am Meer, aber es gibt sehr, sehr viele. Und die große Frage ist immer, was macht man denn damit und wie geht man dann auch damit um? Und wie übersetzt man das eben in die eigene oder im Unternehmen? Und da habe ich Ihnen mein kleines Zitat mitgebracht vom Herr Rauch, der ist hier der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur. Und der hat natürlich sich auch die Studie angeschaut und gemeint, dass sie die Frage, wohin müssen wir qualifizieren, sehr gut beantwortet. Und jetzt können wir nur nach vorne sagen, wie wollen wir das in Weiterbildung umsetzen? Und das, glaube ich, ist die Kernfrage an der Stelle. Also wie schaffen wir es jetzt, diese Kompetenzlücke auch zu füllen? Und wie übersetzt man das ins Unternehmen? Und genau dafür ist ja der Herr Dr. Mehl heute bei uns. Herr Mehl, Sie sind unser Experte heute. Sie sind Senior Expert Training und Teamentwicklung bei der DÜS Systems AG. Und die übrige Vorstellung würde ich Ihnen überlassen und übergebe den Staffelstab an Sie. Sehr gerne. Ich starte dann durch. Und starte die Präsentation. Ja, also es freut mich sehr, dass ich heute mit Ihnen vielleicht auch nachher dann noch etwas ins Gespräch kommen darf. Ich bin Dr. Christoph Mehl, seit 22 Jahren bei Dürr in der Weiterbildung tätig. Und im Prinzip ist diese Frage nach dem Wohin ja Alltag immer wieder auch die Frage, die wir uns stellen. Und damit haben wir uns dann in dieses Feld der Future Skills Studie mal begeben. Ich bin selber auch Mitglied im Beirat der Agentur Q, die ja die Aufgabe hat, die Agentur eben Trends aufzuspüren und Konzepte zu den Unternehmen zu bringen. Und da ist es sehr naheliegend, also dass wir gesagt haben, jetzt lass uns das mal ausprobieren, was wir damit machen können. Bei uns, und Sie sehen es auch bei mir im Hintergrund, läuft eine Kampagne für mehr Lernkultur. Und eines dieser Plakate hat dann eben auch sehr stark mit dieser Frage nach dem Wohin zu tun, welche Kompetenzen brauchen wir in Zukunft. Ja, also wenn ich, genau, ich muss mich nicht vor Stürmen fürchten, wenn ich weiß, wie ich mein Schiff steuern kann. Das heißt, es geht darum, also tatsächlich dann auch diese Kompetenzen zu ermitteln, die wir brauchen. Und dann natürlich eben auch genauer zu beschreiben, zu identifizieren im Detail und auszubilden und weiterzubilden dann. Die Frage ist aber nicht ganz trivial.
Ich habe im Praxistest dann eben diese Frage mal so im Erstkontakt mit den Fachbereichen dann einfach so mal gestellt und habe gefragt, können wir uns mal darüber unterhalten, welche Kompetenzen in Ihrem Bereich in Zukunft gebraucht werden? Und die Antworten waren, die erste, eine Antwort war, gerne, können wir machen, bringen Sie die Glaskugel mit. Ja, und quasi in der Fußnote die Aussage, wir wissen es selber nicht so genau. Und das ist so, also die Fachbereiche sind sehr dicht am aktuellen Geschehen und können oft noch nicht genau sagen, wohin sich da die Reise entwickelt in der Technik, auch in den fachlichen Skills. Eine andere Aussage war auch, diese künftigen Bedarfe sind eben schwer aus der aktuellen Situation abzuleiten. Also man kann es nicht deduktiv, also in einer Linie aus der Vergangenheit in die Gegenwart, dann in die Zukunft ableiten. Da kommt etwas völlig Neues und die Digitalisierung also hat eine Dynamik, die einfach auch verschiedene Schritte überspringt teilweise. Also wir müssten uns da von bisherigen Vorgehensweisen lösen. Und dann natürlich auch die Antwort, ja, wenn wir denn Methoden hätten, also dann würden wir uns da leichter tun und ein Modell ist unseren Fachbereichen dafür auch noch nicht bekannt. Auch im Untertitel oder in der Fußnote hat das die Aussage mittransportiert, liebe Personalentwicklung, eure Quali-Matrix, die taugt eben nichts. Und zwar warum? Der klassische Ansatz der Bedarfsermittlung muss ergänzt werden. Also normalerweise funktioniert Bedarfsermittlung in diesen klassischen Schritten. Man hat die Anforderungen in einem Soll, zieht davon quasi ab, was an Kompetenzen vorhanden ist und dann hat man den Entwicklungsbedarf, also das quasi die Differenz als Differenzausgleich und entwickelt daraus Lernformate. Und dazu nutzt man dann üblicherweise unternehmensspezifische Modelle im Hintergrund, Qualifikationsmatrix hatte ich angesprochen oder Kompetenzmodelle, vielleicht auch größere Tools, die das schon integriert haben, wie Oracle oder SuccessFactors, dass da ist was da und da sind eben auch bestimmte Cluster hinterlegt, die eine gewisse Definitionskraft dann auch haben und eine Prägung, wonach, also wenn wir fragen, mit welchen Kompetenzen sind wir denn schon lange erfolgreich unterwegs? Also das transportiert dann auch die Erfahrung der Vergangenheit, diese Modelle, wenn sie nicht aktuell werden, aktualisiert werden und gepflegt werden, diese Systeme, dann sind sie nicht mal aktuell. Dann transportieren sie nur die Edelsteine der Vergangenheit. Meist ergänzt und immer wieder dann auch aktualisiert wird es eben einfach durch spontane Dinge, will ich das mal nennen, also eben aktuelle individuelle Bedarfe, die auch von Einzelnen oder Führungskräften oder Teams benannt werden. Die Führungskräfte sind dann am dichtesten dran oft und sagen, wir haben im Moment die Herausforderung, dafür brauchen wir die Lösung. Und im Prinzip haben wir dann festgestellt, es fehlt eigentlich die dritte Dimension, also der Blick in die Zukunft, der auch sozusagen das uns vorlegt, was kommen wird. Also welche Skills brauchen wir zukünftig? Und ja, also mit diesen Überlegungen im Hintergrund haben wir einfach dann mal versucht, dieses Future Skills Modell in den Schritten Anforderungen, Kompetenzen, Entwicklungsbedarf und Lernformate durchzubuchstabieren. Und haben im ersten Schritt Interviews mit den Bereichsleitern eines Bereiches, der heißt bei uns Digital Factory, passt sehr gut. Sollten eigentlich die Trendsetter der Digitalisierung bei uns sein. Also wir haben die mal befragt. Also wo sind denn für Sie die relevanten Future Skills? Also was aus dieser ganzen Tabelle ist denn bei uns, bei Dürr, interessant? Und das ist schon ein erster Annäherungsschritt, der sehr
wie wir nachher sehen werden, also doch in eine für unser Unternehmen passende Richtung dann führt. Also wir haben einfach die Größe der Datei ein bisschen, des Modells etwas reduziert, indem wir einfach jetzt mal Schwerpunkte gesetzt haben. Zusätzlich haben wir dazu genommen Anforderungen aus sogenannten Fokusthemen, die dieser Bereich gebildet hat. Also sozusagen die eigene Strategie und das eigene Kompetenzmodell des Bereiches. Das liegt vor, das wurde in Workshops eben ausgearbeitet und das konnten wir auch sehr gut nutzen, um dann nochmal Punkte zu legen. Was steht denn da drin und was korrespondiert mit den Skill-Clustern? Im nächsten Schritt haben wir eigentlich so mehr in die Perspektive in die Richtung der Kompetenzen gelenkt. Also wir haben das aber so gemacht, dass wir eine Umfrage unter den Mitarbeitern durchgeführt haben und die gefragt haben, also wo ist denn euer subjektiver, persönlicher Entwicklungsbedarf aktuell? Und man sieht einige Überschneidungen, vielleicht auch noch ein paar charakteristische Abweichungen. Aber wir haben jetzt hier raus eigentlich im nächsten Schritt dann versucht herauszufinden, welches Prioritäten sind. Und ja, also das zeigt einfach noch, wie wir das ermittelt haben und dann noch gewichtet haben. Also im Grunde ein Beispiel aus dem Bereich überfachliche Fähigkeiten wurden da eben diese Ergebnisse der Umfrage dann nochmal gewichtet. Und so kamen wir dann eben zu dieser Priorisierung, haben dann alle drei Punkte zusammengenommen und gesagt, also hier legen wir jetzt einfach an dieser Stelle Schwerpunkte, also dort, wo die höchste Konzentration ist. Und da haben wir gesagt, hier gibt es Entwicklungsbedarf und zwar den haben wir dann nochmal weiter verdichtet und zu einem Lernpaket eben dann zusammengestellt. Und in diesem Bereich technologische Fähigkeiten wurde da eben an verschiedene Fachthemen gedacht, die durch verschiedene externe Schulungen oder Projektlernen oder E-Learning gewählt werden können von den Mitarbeitern. Im Bereich überfachliche Fähigkeiten haben wir gesagt, diese Dinge, da brauchst dann tatsächlich die Gruppe. Das ist nicht mit Einzellernen vielleicht so zu erreichen. Also dort wollten wir so Teamcamps einrichten. Zum Beispiel auch, und das ist ein Begriff, unter dem wir das Ganze eben dann für uns zusammengefasst haben, der Schwerpunkt liegt bei unternehmerisch Denken und Handeln. In diesem Bereich sind es vor allem Product Owner und Projektleiter. Also insofern ist das naheliegend, dass man Führungsfähigkeiten so interpretiert, dass also dieses unternehmerische Denken und Handeln sowohl eben verschiedene Führungsfähigkeiten einschließt, Kommunikation und Kundenorientierung. Genau. Ja. Wir hatten Unterstützer auch im Bereich. Also es gibt da ein Team agile Coaches. Also die haben dann hier an der Ausarbeitung mitgearbeitet. Ein Beispiel noch. Und dann bin ich auch damit durch, was wir getan haben. Wir haben in diesem Bereich digitale Schlüsselqualifikation das so verdichtet, dass wir gesagt haben, wir brauchen Lernpfade zur Entwicklung toolgestützter Kommunikation. So haben wir es genannt, um all das einzuschließen, was auch in den letzten Jahren sehr passiert ist, dass eben die Kommunikation insgesamt auch viel digitaler geworden ist. Und es heißt nicht, wenn jemand in der Digital Factory bei uns arbeitet und eben Software entwickelt, dass er auch gut Teams kann. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das liegt auf einer anderen Ebene. Online-Moderation und Präsentation. Wollen wir dann eben noch vertiefen, haben hier uns so ein Konzept überlegt, also mit verschiedenen Basismodulen und individuellen Wahlmodulen. Also da werden wir dann auch zu so einer Matrix kommen,
wo wir die Mitarbeiter in die Basismodule einteilen und die dann tatsächlich auch frei ergänzende Wahlbausteine wählen dürfen. Genau. Also bis dahin sind wir gekommen. Ich muss gestehen, wir sind noch nicht in der Umsetzung. Wir haben im November damit begonnen und die Vorgehensweise ist nicht die eines klassischen Projektmanagements, wo wir eben das Ziel von hinten her aufziehen, sondern wir sind schrittweise vorangegangen und haben also quasi in einer agilen Vorgehensweise dann immer uns Schritt für Schritt vorangewagt und einfach überlegt, ganz kreativ, was ist der nächste Schritt. Und damit komme ich auch zu den Erfahrungen, die wir mit der Future Skills Studie gemacht haben. So, Hürden, die wir überspringen mussten. Also es gibt bestimmte Grundentscheidungen, die eben einfach gemacht werden müssen. Also wo wir im Verlauf des Prozesses dann auch Entscheidungen getroffen haben. Also das erste war zum Beispiel, immer zu klären, ja, und das ist dann auch mein Praxishinweis, ob es integriert werden kann in bestehende Kompetenzmodelle. Oder kann es auch als ergänzendes Modul sozusagen eingesetzt werden? Wir haben es einfach ergänzend jetzt genutzt, zumal unser Gesamtsystem, also unser Kompetenzmodell insgesamt nicht stabil ist, gerade überarbeitet wird. Und da konnten wir jetzt also gut sagen, jetzt nehmen wir das einfach mal. Das ist das Einzige, was gerade im Einsatz ist. Genau. Aber denkbar ist es natürlich auch, und davor stehen wir jetzt auch mit der Einführung eines neuen HR-Tools, Oracle, darf man ja sagen, glaube ich, ist ja auch egal, als SuccessFactors können oder was auch immer, Workday können Sie stattdessen einsetzen. Im Zuge dieses großen Prozesses wird auch im Kompetenzmodell überarbeitet und da ist die Chance da, das zu integrieren. Haben wir auch auf dem Schirm. Dann müsste man sich entscheiden, also wie man die implementiert in der Fläche oder machen wir so Leuchtturmprojekte. Wir haben uns für den Leuchtturm entschieden. Wie man es durchführt, auch diesen gesamten Prozess. Ich habe schon angedeutet, wir haben es als agiles Projekt gestartet. Das heißt also, wir wollen zukünftig wichtige Kompetenzen qualifizieren. Das ist das Ziel und haben uns auf den Weg gemacht und das immer wieder in Schleifen und iterativen Prozessen dann uns an dieses Ziel angenähert. Ja, genau. Und bei der Umsetzung von Maßnahmen muss man eben durchaus schauen. Also da ist die Chance natürlich, neue Formate zu entwickeln da, aber man sollte natürlich auch auf das Vorhandene schauen. Und insgesamt überwiegen bei all dem die Chancen. Es ist wirklich sehr positiv angenommen worden. Das Modell ist eine Bereicherung, es ist sozusagen die fehlende dritte Dimension und auch die Glaskugel ist nicht mehr trüb, sondern transparent geworden. Ja, es vermeidet auch, dass man blinde Flecken entwickelt bei der Kompetenzentwicklung in die Zukunft, denn diese Cluster haben eine sehr breite wissenschaftliche Basis und man vermeidet, dass was vergessen wird. Und was künftig wichtig wird, eben ist auch irgendwie valide dann. Also es hat eine Glaubwürdigkeit zu sagen, also hier in diesem Future Skill Modell wird das eben als wichtig erachtet und das hat dann schon eine gewisse verbindliche Kraft. Und kann erstmal so genommen werden. Also das ist da auch sehr vertrauenswürdig. Ja, zwei Aspekte
der Kommunikation sind hier sehr wichtig. Der Austausch über die Inhalte qualifiziert die Personalentwicklung. Also es ist auch eine umgekehrte Qualifikation, weil wir hier ins Gespräch gehen, in den Dialog mit den Fachabteilungen und wir lernen, was heißt denn KI eigentlich? Also das ist so der Beifang. Insgesamt ist es natürlich ein Beteiligungsprozess, wo wir die Fachabteilung zu Mitwirkenden machen. Also, und das ist nicht, egal was rauskommt, das allein ist schon ein Schritt, der sehr wichtig ist. Wünsche. Ja, also, wir würden uns natürlich wünschen, dass die Handhabung leichter wird, dadurch, dass dieses Future Skills Modell ein Tool wird. Herr Binder, das können Sie weitergeben. Die Einzelschritte der Bedarfsanalyse, also statt mit Klebepunkten könnte man das auch durchaus sich digitalisiert vorstellen. Das vermerkt auf jeden Fall. Ja, genau. Und die Verknüpfung mit vorhandenen Qualifizierungsangeboten fällt uns als Einzelunternehmen natürlich etwas schwer, den Überblick zu behalten. Und die ist ja durchaus möglich. Also da kann man sicherlich zu den Skills-Cluster eben auch bereits entwickelte, in den letzten Jahren neu entwickelte Schulungskonzepte zuordnen als Vorschläge. Ja, und dann wurde auch, ja, also das Skills-Modell ist ja öfters vorgestellt worden und da wurde auch immer gesagt, also da fehlen noch Skills. Also mein Rat dazu ist, erweitert es nicht unbedingt, also auf Biegen und Brechen. Es wird immer was fehlen und es soll ja nicht so sein, dass wir dann alle klassischen Skills dann auch noch mit reinholen, wieder quasi zurückholen, nur damit es vollständiger wird. In dem Moment, wo es eine Ergänzung oder eine Integration in bestehende Modelle ist, also dürfen auch klassische Kompetenzen aus meiner Sicht fehlen. Aber da muss man natürlich die Erfahrung aus der Praxis nutzen und wir brauchen noch viel mehr Praxis. Da könnte ich mir sehr vorstellen, dass die Qualifizierungsverbünde auch Multiplikator werden und auch eine Erprobungsphase mal synchron starten. Also das noch als Anregung und verschiedene Aspekte jetzt einfach in Stichworten gesammelt. Gut, also ich hoffe, Sie haben ein Bild gewonnen. Also wir haben nichts Besonderes gemacht, ehrlich gesagt. Also wir sind einfach mal so da reingesprungen, sind auch sehr großzügig und kreativ damit umgegangen. Wir haben uns nicht, ehrlich gesagt, auch nicht allzu lange damit aufgehalten, also die einzelnen Skills-Cluster im Detail zu verstehen. Gebe ich auch zu, sondern wir haben die Titel genommen und gesagt, ah, na, ja, das kennen wir, da passt was. Da müssen wir was machen, das ist für uns relevant. Ja, und entscheidend ist, was dann eben im Prozess draus wurde. Man hat es verknüpft eben mit den eigenen strategischen Zielen. Die Mitarbeiter konnten ihre Bedürfnisse auch verbalisieren und wir haben dann Maßnahmen entwickelt, von denen am Ende alle überzeugt sind, das ist das Richtige für uns. Gut, also ein bisschen der Weg ist das Ziel. Herr Mehl, vielen Dank für den Input. Vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern die Frage an Sie alle, wenn Sie Fragen, Kommentare dazu haben, gerne jetzt auch entweder in Chat packen oder auch laut schalten und die Frage direkt stellen. Also das ist jetzt die Gelegenheit und ich denke, Herr Dr. Mehl, müssen auch nicht das Licht unter den Scheffel stellen, aber ich finde es, deshalb machen wir es ja heute auch die Quali-Lounge dazu, weil ich denke, gerade darauf kommt es auch an, ein Stück weit pragmatisch an die Sache ranzugehen und ja, es vielleicht auch nicht über zu definieren. Also Kompetenzmodelle neigen ja dazu, sehr, sehr komplex zu werden, sehr, sehr komplex zu sein. Hat natürlich auch einen Grund, ja, weil auch Technologie komplex ist, aber irgendwie muss man es ja mal handhabbar machen und die ersten Schritte gehen. Und aber ich finde es sehr schön, wie Sie es gemacht haben, ja, auch mit diesen verschiedenen Stufen und dem entsprechenden Abgleich, um da einfach zu Schwerpunkten zu kommen.
Ich habe vielleicht noch mal eine Frage, weil Sie auch gesagt haben, ja, Sie gehen so ein bisschen agil vor und auch in den Schleifen. Wie sind Sie denn jeweils zum nächsten Schritt gekommen? Also hat sich das dann irgendwie so aus dem vorherigen Schritt ergeben oder also wie sind Sie dazu gekommen zu sagen, wir fangen mal mit Interviews an und dann schauen wir mal noch nach der Strategie und dann fragen wir die Mitarbeiter. Also ja. Ja, also war zum Beispiel ein Punkt, also den haben wir so irgendwie auch nicht am Anfang noch nicht gesehen und geplant gehabt. Die Mitarbeiterumfrage, die wir dann gemacht haben, die hat dann der Fachbereich eigenständig gemacht. Also im ersten Schritt hatte ich die Bereichsleiter im interviewt und dann habe ich letztlich von dieser Umfrage erfahren. Also das war auch dann, das hat schon einiges ausgelöst, diese Interviews. Die haben sich schon quasi auf den Weg gemacht. Und dann haben wir da nochmal eine Schleife gedreht, also um das an das Future Skills Modell wieder anzubinden. Also wir sind schon auch manchmal im Zickzack gegangen. Also das eine hat sich aus dem anderen ergeben, aber wir mussten auch ein paar Versuche machen in verschiedene Richtungen. Um dann am Ende, also um dann im nächsten Schritt festzustellen, so rum ist es richtig und jetzt können wir den nächsten Schritt machen. Und wir sind da schon, also ganz grob, also mit dieser Vorgehensweise ABCD, also reingestartet. Wir haben gesagt, wir müssen erstmal genau die Anforderungen wissen. Wir müssen aber genauso wissen, was können die Mitarbeiter schon und können dann eben sagen, das ist es, was, das ist unser Bedarf. Ja. Und dass wir zu Maßnahmen kommen wollen, genau. Also da stecken wir jetzt gerade drin. Also der nächste Schritt wird jetzt sein, dass wir Module definieren zu den einzelnen identifizierten Skill-Clustern. Also, ich finde, also was ich wirklich interessant finde, auch an dem, was Sie beschreiben, ist ja gerade das, ne? Also am Anfang steht quasi auch so ein bisschen von den Bereichsleitern diese Aussage mit der Glaskugel und so nach dem Motto, ja, schauen wir mal, aber es scheint ja auch in den Gesprächen dann tatsächlich was bewegt zu haben bei den jeweiligen Damen und Herren im Nachdenken, oder? Also, wie haben Sie das erlebt? Es ist eben, genau, und es ist sehr viel transparenter geworden und tatsächlich, also auch so die Schwierigkeit zu sagen, was wir in Zukunft brauchen, also das ist durch dieses Modell eben, ja, letztlich geklärt worden, also im Sinne von klarer geworden, was kann das alles sein, also auch natürlich die Detaillierung des Modells, sie hat eben einfach die einzelnen Stichworte aufgezeigt. Und dann konnten die Fachbereichsleute sagen, ah ja, da habe ich eine Ahnung, das wird bei uns wichtig werden. Oder sie haben auch gesagt, also das und das, das haben wir schon, das ist alter Kaffee, das haben wir entwickelt. Also das brauchen das, das Das müssen brauchen wir, wir nicht jetzt mehr. müssen wir anderen zeigen. Ja. Also das Ja. gab es auch, genau. Ja. Und ach so, zur agilen Vorgehensweise gehört dann eben dann sicherlich auch, dass man immer wieder nachschärft und dann auch Dinge parallel entwickelt. Also das ist tatsächlich im Moment auch der Fall. Also es gibt sogar Module, die jetzt schon starten und in anderen Bereichen wissen wir es noch nicht. Genau, also was wir da machen. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie verfügbar es ist. Ne? Also wenn Sie jetzt gerade so an irgendwelche fertigen Lernmodule denken, die kann man natürlich schneller einsetzen als jetzt Ja, was, was man ganz von genau. Grund auf irgendwie nochmal entwickelt. Ja, Und das also machen Sie ja beides, ne? das nur als Beispiel, also keine Angst davor, also auch ein bisschen durcheinander zu haben, also unterschiedliche Dinge loszutreten. Wichtig ist halt immer wieder, dass man in diesen Sprints dann das, was bisher geschah, dann nochmal betrachtet und zusammenbindet in die Perspektive für den nächsten Schritt. Mit wem, also arbeiten Sie da jetzt als HR-Team quasi dran oder sind da auch die Menschen aus den Fachbereichen weiter eingebunden? Also wie gehen Sie da jetzt gerade vor an der Stelle? Also der glückliche Umstand ist, dass dieser Bereich agile Coaches hat, Ja. die eigentlich qua Stellenbeschreibung eben Veränderungsprozesse im Bereich begleiten sollen. Also das ist sicherlich ein glücklicher Umstand.
Das wird es in anderen Bereichen vielleicht nicht unbedingt geben. Und auch wir im Bereich Personalentwicklung sind sehr limitiert. Also wir können tatsächlich eben nur ein solches Projekt zeitgleich betreuen. Ja. Also noch, genau. Also es ist schon ein hoher Aufwand, gezielt eingesetzt. Wie ich sagte, also es ist ein Leuchtturm, natürlich, ganz klar. Aber an dieser Stelle lohnt es sich auch wirklich. Also wo wir angesetzt haben. Das war auch die Entscheidung quasi für den Leuchtturm einfach aus Kapazitätsgründen, sag ich mal. Ja. Ja. Genau, also aber auch das, also bevor jetzt nochmal gerne auch ans Publikum weitergebe, wenn Sie noch Fragen haben, Gedanken zu den Vorgehen bei Dürr oder an Herrn Mehl, einfach an Herrn Dr. Mehl, dann heben Sie die Hand, unmuten Sie sich einfach. Aber ich denke gerade das, was Sie jetzt gerade nochmal gesagt haben, ist so das, auf was es ankommt, sich einfach mal auf den Weg zu machen, ja, und ja, zu schauen, was dann passiert, was draus wird, und die Dinge ins Rollen zu bringen quasi. Gibt es im Moment Fragen an den Herrn Dr. Mehl? Ich entmute mich einfach mal, Tina Super, Frau Spierling. Also erstmal vielen Dank, das war total interessant. Was ich noch gerne wissen würde oder verstehen würde, wenn Sie von Leuchttürmen sprechen, also zum einen, wie groß ist so ein Leuchtturm bei Ihnen, ja? Und wie definieren Sie den? Wie suchen Sie so einen Leuchtturm aus? Ja, also dieser Leuchtturm ist 60 Mitarbeiter, wohnen da drin. Etwa, ein bisschen schwer zu sagen, weil es gibt an anderen Standorten assoziierte Einheiten, die ähnlich vorgehen, die davon auch profitieren werden. Genau. Wie haben wir das identifiziert? Na, relativ spontan, muss ich sagen, weil ich mir überlegt habe natürlich, also welchen Bereich kannst du denn ansprechen mit dieser Frage, welche Kompetenzen brauchen wir in Zukunft? Und zwar habe ich diesen Bereich auch angesprochen, weil der natürlich auch anderen Bereichen sagen kann, also was kommen wird. Und die konnten es halt jetzt nicht, also denen zu helfen, anderen zu sagen, was kommen wird, hat dann auch so einen Multiplikator-Funktion, weil die sind vorne draus, also die sind die entwickeln die zukünftigen Produkte bei Dürr, die im Wesentlichen digital sind. Und also das ist natürlich die Vorauseinheit. Und das war schon das Kriterium, die auszuwählen, natürlich, klar. Also weil wir uns davon natürlich versprechen, dass die auch dann das in der Breite dann auch weitergeben. Wenn die was entwickeln mit neuen Technologien, dann berührt das dann diejenigen, die das im Projekt dann anwenden müssen, dann werden die diese Kompetenzen auch lernen müssen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Spierling, für die Frage. Gibt es denn weitere Fragen, Gedanken? Ja, wenn ich da anschließen darf, Günter Würz am ja. Rohr gerade. Herr Mehl, Sie hatten vorhin gesagt, 60 Mitarbeiter wohnen im Turm und Sie hatten auch vorher bei der Bedarfsanalyse schön aufgezeigt, wir schauen mal, was die schon können und dann ziehen wir davon das ab, was wir noch brauchen und dann wissen wir, was zu Bedarf ist. Als klassisches Vorgehen. Ist da das Thema, das ja gerade überall so gerne diskutiert wird, personalisiertes Lernen bei Ihnen ein Thema? Also von den 60 Leuten kriegt 60 verschiedene Kompetenzentwicklungslernpfade mit verschiedenen Formaten, genauso wie es passt für den einen und für den anderen. Ist das ein Thema bei der ganzen Betrachtung? Oder bleibt es dabei nach dem Motto, jetzt haben wir so als Mehrheit rausgekriegt, die 60 brauchen was zum Thema Kommunikationsfähigkeit, dann kriegen sie halt alle 60 dasselbe Training zum Thema Kommunikationsfähigkeit? Ja, gute Frage, genau. Also es ist vielleicht eine Mischung aus beiden, weil wir definieren also die Hauptmaßnahmen, sozusagen die Basismodule und bieten eben eine große Auswahl an Wahlmodulen, also die für individuelles Lernen dann eben auch sehr gut geeignet sind. Also wir haben bei uns im Unternehmen LinkedIn Learning eingeführt, also
daraus lässt sich sehr viel ziehen. Und diese Lernpfade geben wir dann individuell nicht vor. Also das würde uns zum einen überfordern, auf der anderen Seite finde ich das auch immer sehr starr. Also da vertrauen wir drauf, dass die Mitarbeiter dann sich auch auf die Suche machen und schauen, also in welche Richtung möchte ich denn jetzt zum Beispiel digitale Kommunikation vertiefen, ist bei mir das Problem, also quasi schwierige Gesprächsteilnehmer in Online-Meetings oder ist bei mir eher das Präsentieren die Schwachstelle und das wollen wir tatsächlich also möglichst den Mitarbeitern überlassen, also das Selbstlernen da auch fördern. Ich hoffe, Sie berichten in einigen Wochen oder Monaten dann über Ihre Erfahrungen zu dem Thema, wie dieses Buffet-Denken da dann funktioniert hat, ob man sich nur das raussucht, was einem schmeckt oder auch das, was man essen muss, weil es gesund ist. Mhm. Okay. Deshalb nämlich, deswegen der Mix. Okay, vielen Dank. Da würde ich gleich gerne nochmal anknüpfen, aber wenn Sie sagen, auch die Mitarbeiter suchen quasi selber so ein Stück weit nach dem, was für sie passt, Ihre Erfahrung nach heißt das, also die gehen einfach auf LinkedIn Learning jetzt in dem Fall und gucken da, also wenn die da auch fündig, weil oft ist ja das Problem, also es gibt irgendwelche Lernpfade, Sie hatten das Wort, glaube ich, vorher erwähnt, ne, dass sie dann sagen, okay, das und das sind mögliche Inhalte, schaut doch mal da oder wie machen Sie es auch fündig? Ja, eher so, genau, also dass wir die Lernpfade in LinkedIn Learning auch schon zusammenstellen zum Beispiel. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Also und dass wir dann darauf hinweisen, ist, da gibt es diesen Lernpfad zum Thema Konflikte zum Beispiel. Oder unternehmerisch denken. Genau, also da ist ein, aber das ist nur eine Möglichkeit. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch, wollen wir auf jeden Fall auch Einzelcoaching anbieten. Und zwar Methodencoaching für Präsentationen und für Gesprächsführung haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Auch das setzt natürlich auch voraus die Einbindung der Führungskräfte, die mit ihren Mitarbeitern natürlich dann auch die Dinge besprechen. Also insofern, da bin ich dann doch wieder eher bei auch etwas geführtem, wovon Herr Wirz gesprochen hat. Also es muss eine Mischung aus beiden sein, also eben eine Führung in das, was jetzt dann definiert wurde als Grundbestand und eben die Freiheit dann in ergänzende Module, wobei wir da eben also deutlich aufzeigen müssen, was. Also ich finde, das ist auch das Problem an LinkedIn. Einerseits, es kann sehr selbst gelernt werden, wann und wo ich will. Aber man muss eben auch sagen, also was eben, was ist wichtig, was wir lernen müssen. Also quasi so eine Orientierung letztlich auch bereitstellen für die Leute, ne? Darum geht es. Genau. Ja, wenn ich darauf frage ich nochmal was. Na klar, und zwar, Lernen kostet ja Geld. Gerade LinkedIn Learning ist ein gutes Beispiel, aber egal, wo man die Lerneinheiten einkauft. Und es bleibt ja dabei, dieses Invest in den Mitarbeiter für Lernen, das als, wie es für einen Ingenieur oder einen Kaufmann gehört, als richtigen Return on Invest wieder zu bemessen, ist ja immer schwierig. Und einfacher geht es bei technischen Themen, da geht es gerade noch, da zieht jeder ein, das muss man halt können, wie man programmiert oder wie auch immer. Jetzt kommen wir bei solchen weichen Faktoren wie Konflikt und Resilienz und Pipapo. Wie ist denn da so, was würden Sie sagen, so die Haltung jetzt im Unternehmen? Hat sich durch diese Future Skills Betrachtung, wo dieses Thema Lernen ja wirklich ganz stark im Vordergrund für die Zukunft gestellt wird, da was geändert, dass man entweder einfach sagt, okay, dann kostet es halt, egal wie viel, oder dass man sogar noch mehr denn je sagt, jetzt müssen wir zwar mehr investieren, ist in Ordnung, mehr lernen, aber bitte, wir möchten auch gerne wissen, was es bringt. Also gibt es da bei Ihnen Bestrebungen, diesen Lernerfolg oder dieses Investment messbar zu machen? Ehrlich gesagt, nein. Mhm. Aber das Entscheidende ist eine bestimmte Lernkultur, die ich im Unternehmen habe. Also
für mich war jetzt sehr überraschend, also zu sehen, dass der Fachbereich, also nicht gelenkt durch mich oder Personal, Abteilung oder Personalentwicklung auf diese überfachlichen Fähigkeiten gekommen sind. Und zwar in der Bewertung aus der eigenen Strategieagenda heraus, so, wo sie gesagt haben, also wenn wir hier besser am Markt sind, kostengünstiger, Projekte besser abwickeln, effizienter sind, dann brauchen wir dafür mehr unternehmerisches Denken und Handeln. Und was damit zusammenhängt, sind natürlich also eine ganze Menge Soft Skills. So, also da waren sie eigentlich schon, da musste ich sie eigentlich nur abholen. Was uns auch gut in die Karten spielt, ist eben, dass zum Beispiel das LinkedIn Learning auch vom Vorstandsvorsitzenden mitgefördert wurde und es immer wieder auch deutlich gesagt wurde, nehmt euch mindestens eine halbe Stunde pro Woche Zeit zum Lernen während der Arbeitszeit. Wir haben dann Rückfragen bekommen von Mitarbeitern, darf man denn auch privat lernen auf LinkedIn Learning? Solche Anfragen kriegt man gerne. Okay, sehr gut. Also Lernkultur ist das Schlüsselwort. Ja, also ich denke, das ist letztlich Unternehmenskultur und tatsächlich, also setzt sich auch langsam eben, denke ich, dann auch die Betrachtung von Weiterbildung als Invest in die Zukunft durch bei Dürr. Ja, das ist natürlich nicht überall so und wir werden über Kosten sprechen, also wenn wir diese Module jetzt ausarbeiten und bedenken, Träger gibt es da auch auf jeden Fall und darauf wollen wir auch eingehen. Wir wollen ja aber jetzt ja auch nicht wirklich also da ein tagesschweres Lehrgangsprogramm durchziehen. Darum geht es gar nicht, also sondern kleine Lernbausteine, also leicht zugängliche Lerneinheiten sinnvoll miteinander verkoppeln, damit sie eben Wirkung auch entfalten. Vielen Dank für die ehrliche Antwort. Ja, Ihre Meinung interessiert mich da natürlich auch, wenn Sie mögen. Ja, also ich denke mal, also meine ganz persönliche Meinung jetzt aus Gesprächen mit vielen Unternehmen, ich denke schon, dass wir auch das Invest in Lernen messbar machen sollten. Ganz klassisch nach der typischen schwäbischen Haltung, was nichts kostet, ist nichts wert. Und deswegen glaube ich schon auch, dass wir Ansätze finden müssen, wie auch für den Einzelnen, für die eigene Motivation ein Lerneffekt irgendwie messbar sein muss. Ich meine, das kennen wir alle vom Privaten. Wenn wir auf ein Sportevent hin trainieren, dann wollen wir jeden Tag nach jedem Training wissen, wir sind besser geworden und wir können das Ziel, keine Ahnung, Zielzeit erreichen. Das motiviert, also Stichwort Motivation, intrinsische Motivation. Ich glaube, da müssen wir schon Elemente finden, wie wir sowohl aus Arbeitgeber- als auch aus Arbeitnehmersicht Motivationseinheiten finden, an denen wir uns messen können. Der Mensch ist ein wettkampforientierter, ein messorientierter Mensch. Insofern glaube ich, ist es nichts Schlimmes, aber da glaube ich, fehlt schon noch was. Und ich hoffe, dass wir uns damit diesem Thema Future Skills sehr viel mehr trauen, auch das messbar machen zu wollen, auch mit den ganzen Schwierigkeiten, die wir da sicherlich haben, ist halt nicht so einfach messbar wie eine Produktfunktionalität oder was auch immer. Also insofern, aber ich denke, wir müssen es messbar machen. Ja, ich denke auch. Also das ist auch ein entscheidender Faktor zu schauen, also ob der Invest eine Wirksamkeit hervorbringt, den wir einsetzen. Und die Frage ist also, wie weit man da auch geht, also Return on Invest zu beziffern. Ja, also ist vielleicht ganz gut. Entscheidend ist aber tatsächlich, also dass, wie Sie auch sagen, also dass die, dass es ein motivierendes Ziel gibt. Also dass ich dann auch überprüfe. Also bin ich dann wirklich am Ende dadurch wirklich besser geworden, also recht individuell auch. Und für eine Unternehmenseinheit muss die Summe der Erfolge natürlich dann auch unterm Strich stehen. Das ist klar. Genau. Ja. Und da. Genau.
Aber bei aller Messbarkeit, also ist meine Meinung immer wieder, also da arbeitet man mit einer Hypothese, was eben Lernen und Weiterbildung betrifft. Die muss auch erstmal überzeugen. Also ich denke, auch was wir gerade noch gesagt haben, Herr Mehl, ist sehr wichtig, dass ja nicht unbedingt quasi immer nur die finanzielle Zahl sozusagen als Messergebnis stehen muss, sondern man auch andere Zahlen anwenden kann. Also ich stimme nämlich auch zu, was Sie auch so als Fazit gezogen haben, vorhin, Herr Würz, eine Lernkultur als Knackpunkt. Wir haben uns ja auch beschäftigt so mit dem Thema neues Lernen in der Produktion, ja, und da kommt man relativ schnell auf ein ähnliches Fazit. Also Sie können sehr viel machen, sehr viel anbieten, aber wenn quasi die Umgebung, die Bedingungen nicht passen, dann wird es nicht oder zumindest nur eingeschränkt funktionieren, ja. Und das, ich möchte gerne jetzt die Gelegenheit einfach auch nutzen, um nochmal, ich teile gerade nochmal meinen Bildschirm, Sie alle auch einzuladen, da in eine Diskussion reinzugehen. Ja, also wir haben jetzt gehört, so Future Skills, wie macht Stürdes, wie ist Stürder rangegangen? Und so die Frage an Sie, fehlt Ihnen da was? Hätten Sie vielleicht was anders gemacht, wenn Sie entschieden hätten an der Stelle oder wenn Sie das in Zukunft bei sich entscheiden werden, weil die Frage natürlich auch ist, von dem, was Sie jetzt gehört haben, was würden Sie denn gerne für sich auch übernehmen, wo sagen Sie, ah ja, mit dem Aspekt kann ich auch was bei uns anfangen. Und natürlich auch die Frage, mit welchen Hürden rechnen Sie denn? Also glauben Sie, die Führungskräfte machen mit die Mitarbeiter oder halt auch nicht? Wie sehen Sie das und wie können Sie es auch überwinden? Also mit den drei Fragen, oder vier, würde ich Sie jetzt gerne nochmal in Breakouts schicken. Läuft gerade wie vorhin, ich teile es ein. Sie dürfen einfach in die kleinen Räume gehen, wenn Sie mögen und können von den Bedingungen her. Und dann machen wir das so 10-12 Minuten und Sie kehren dann automatisch zurück. Ich gebe gerne auch nochmal eine Vorwarnung, bevor es dann soweit ist. In dem Sinne, gute Diskussion. Ja, willkommen zurück im Hauptraum. Erneut mit der Hoffnung, dass Sie nochmal gute Gespräche hatten und einen guten Austausch, einen guten Gedanken einfach in diesen Breakout-Sessions. Wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Insofern, wenn Sie mögen, schnappen Sie sich einfach ein Post-it oder ein Zettelchen, das gerade so um Sie rumliegt, während ich nochmal einen kleinen Ausblick gebe und packen Sie sich drauf, was denn Ihr nächster Schritt in Richtung Future Skills sein könnte. Wenn Sie mögen, die Studie noch nicht gelesen haben, Sie finden die jederzeit bei uns auf der Homepage oder eben auch unter dem Link hier, kurzelinks.de/future-skills. Und Sie finden natürlich bei uns auf der Homepage und in unserem Angebot auch verschiedene Tools, die da vielleicht ganz hilfreich sein könnten an der Stelle. Also einmal zur Erfassung von informellen Kompetenzen, ne, was bringen Mitarbeiter eigentlich schon mit, zur Erfassung von Digitalkompetenzen und zur DigiReady, so ein Tool, um mal Lernerfahrungen und den eigenen Lernstil zu reflektieren, haben wir das Quali-Profil. Und wenn Sie sagen, naja, wir wollen uns auf den Weg machen, aber wie können wir es eigentlich angehen? Ganz interessant, unser Ideenportal und auch unser Akku-Monitor, auf dem Sie einfach mal grundsätzlich auch reflektieren können, wo stehen wir eigentlich gerade als Unternehmen, wo wollen wir hin. Wenn Sie es noch nicht tun, abonnieren Sie unseren Newsletter, folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, auf unserem YouTube-Kanal, wo Sie auch die Aufzeichnung vom heutigen Abend finden werden. Oder vom heutigen Nacht. Mir bleibt eigentlich in dem Sinne nichts anderes zu sagen. Herr Dr. Mehl, Ihnen ein herzliches Dankeschön für das Praxisbeispiel. Ihnen als Teilnehmerin, Teilnehmer, danke fürs Dabeibleiben bis jetzt zum Schluss. Und dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend und freue mich drauf, Sie bei der nächsten Quali-Lounge wiederzusehen. Tschüss.